mit damals Arian. Und ja, gucken wir mal rein, wie es ist. Na, Schlafmütze, auch endlich wach? Morgen, Mama. Ist Papa noch nicht wieder vom Fischen zurück? Leider nicht. Ich frage mich auch schon, wo er bleibt. Ich brauche die Fische fürs Mittagessen. Könntest du nicht mal unten beim Strand nachsehen, wo er bleibt? Klar, ich mach mich gleich auf den Weg. Ach, noch was. Lauf nicht so viel am Strand herum. Da sind wohl irgendwelche wilden Tiere aufgetaucht. Also sei vorsichtig. Ich pass schon auf. Ein junger Fischer. Kapitel 1. Ja, das ist eine kleine niedliche Mod. Die geht auch nicht lange. Wir gucken uns die mal an. Kann ich das alles mitnehmen, Mama? Ja, gut. Ich denke, hä? Ja, und der Sprecher, wie ihr den bestimmt gehört habt, das ist Jürgensen. Ja, und wir gucken uns die mal an, mal sehen, wie sie ist. Jürgensen hat sie auch schon mal gespielt. Und die fand ich klasse, weil die ja, zu klein und die kann man mal wieder spielen. Und mal zeigen, wie es ist. Und ich nehme hier alles mit. Und hier draußen ist irgendwie ein, ja, ein Schattenläufer und Goblins. So, Clara. Hallo Clara. Na, wie geht's denn so? Ganz gut soweit. Und bei dir? Viel Arbeit. Und dass Marek nur noch am Strand rumhängt, macht es auch nicht besser. Falls du auch unterwegs dahin bist, kannst du ihn sicher dort treffen. Sitzt den ganzen Tag blöd rum, statt mal zu helfen. Mal sehen, ob ich ihm über den Weg laufe. Schauen, wie es wird. Oh, Grundstücke. Cool. So, der Erik. Morgen, Papa. Ach, bist du auch endlich mal aufgewacht? Hat deine Mutter dich geschickt? Ja, sie fragt sich, wo du bleibst. Und vor allem deine Fische. Auf die kann sie wohl noch länger warten. Beim Sturm heute Nacht hat unser Boot einiges abbekommen. Ich bin gar nicht erst rausgefahren. Ich muss mir das erstmal in Ruhe ansehen, ob da noch was zu machen ist. Und was machen wir wegen der Fische? Weiß ich auch nicht. Obwohl, der Sturm könnte einige angespült haben. Sieh dich doch mal am Strand um. Ich denke, 6 Stück sollten Mira erstmal reichen. Okay, ich schau mich mal um. Aber geh nicht unbewaffnet. Hier haben sich zuletzt immer wieder irgendwelche Viecher breit gemacht. Irgendwo zu Hause habe ich noch einen Knüppel liegen. Der sollte fürs Erste reichen. Gut, ich sehe mal nach. Kann ich dir irgendwie helfen? Im Moment nicht. Wenn ich weiß, wie ich das hier wieder hinbekomme, sage ich dir Bescheid. Na gut, was können wir denn? Nichts. Okay, aber Rüstungsschutz haben wir ja schon mal. So. Papi hat gesagt, wir haben Nippel. Und dann nochmal auf. Hallo Marek, wie geht's? Hi, naja, war schon mal besser. Ich häng hier rum und grüble nach. Wieso? Was ist los? Ach, da will ich lieber nicht drüber reden. Vergiss es einfach. Es ist nicht der Sprecher, Detailliebe. Grüße gehen raus. Komm schon, was ist los? Na schön, ich hab den Schlüssel für unsere Lagertruhe verloren und keine Ahnung, wie ich ihn wiederbekomme. Wenn Clara dahinter kommt, kann ich mich warm anziehen. Deshalb sitze ich hier rum und hoffe, dass mir noch irgendetwas einfällt, wie ich das wieder gerade biegen kann.
Deine Schwester weiß nichts davon? Innos, bewahre! Die würde mir den Hals umdrehen. Ich muss versuchen, diesen Schlamassel irgendwie zu lösen, bevor sie was mitbekommt. Wie hast du den Schlüssel denn verloren? Eine ziemlich blöde Geschichte. Ich wollte mich mal in der Höhle am anderen Ende des Strandes umsehen. Lass mich raten. Irgendein Viech hat dich überrascht? Überrascht? Zu Tode erschrocken. Ein verdammter Schattenläufer hat es sich da gemütlich gemacht. Ich bin gerannt wie ein Irrer. Dabei muss ich den Schlüssel verloren haben. Ein Schattenläufer? Da kannst du den Schlüssel wohl abschreiben. Ich weiß nicht. Wenn ich ihn erst weiter vorn verloren habe, könnte man vielleicht rein und wieder raus, ohne dass der was mitkriegt. Warum hast du es dann noch nicht versucht? Naja, vor kurzem sind auch noch einige Goblins dort aufgetaucht. Weiß auch nicht, wieso die Viecher in letzter Zeit immer mehr werden. Und ehrlich gesagt... Du hast Schiss. Ey, ich bin Fischer, kein Krieger. Schon gut. Ich schau mal, was sich machen lässt. Ehrlich? Danke. Aber geh bloß nicht zu weit in die Höhle. Ich pass schon auf. Wegen deiner Schwester. Was ist mit dir? Ich glaube, sie ist ziemlich genervt, dass sie zu Hause alles alleine machen muss. Vielleicht solltest du dich mal öfter bei ihr blicken lassen. Im Moment habe ich echt andere Sorgen. Das muss warten. Okay. Das habe ich schon immer gesagt. Siehste, hat sie schon immer gesagt. Boah, Blutfliegen. Oh. Mein Mann sieht das anders. Das ist meistens so. Nehmen wir alles mit. Können wir alles gebrauchen. Ein Krog. Ja, ich leite es ja nur aus. So. Und hier? Ein Wolfsmesser. Gegen diese Blutfliegen habe ich ja mal gar keine Lust. Blutfliegen. Ratten, naja, Ratten gehen ja noch. Aber Blutfliegen. Oh, dort hinten. Da. Das war knapp. Trank, Mana. Okay. Ja, Quatsch mal mit Karl. Karl. Hallo Karl, wie geht's? Hey, ja. Die alten Knochen regen sich mal wieder. Aber sonst ganz gut. Was braucht ein alter Fischer wie ich schon mehr als das Meer zu seinen Füßen und eine frische Brise im Gesicht? Kann ich irgendetwas für dich tun? Danke. Ah, mir geht's gut. Obwohl, wenn ich so darüber nachdenke, ich vermisse schon lange meinen alten Sextanten. Ich brauche ihn natürlich nicht mehr. Aber er ist doch ein liebgewonnenes Erinnerungsstück an meine Zeit auf See. Wann hast du ihn denn zuletzt gesehen? Das weiß ich gar nicht mehr so genau. Mein Gedächtnis ist auch nicht mehr das Beste. Ich bin mir sicher, dass ich ihm mal deinen Vater geliehen hatte. Aber ob ich ihn damals wiederbekommen habe? Dann werde ich ihn mal fragen. Danke. Es wäre schön, ihn wiederzuhaben. Du hast dir mal Karls Sextanten ausgeliehen? Na, stimmt. Jetzt, wo du es sagst, ich wollte ihn längst zurückgegeben haben. Hat Karl dich danach gefragt? Ja, genau. Heißt das, du hast ihn noch? Nicht hier. Er muss irgendwo zu Hause herumliegen. Wenn du ihn dort nicht findest, frag Mira. Vielleicht hat sie ihn weggeräumt. Kannst ihn gern Karl zurückbringen. Ich brauche ihn im Moment ja nicht mehr. Okay, ich schau mal, ob ich ihn finde. Na gut, das können wir ja mal machen. Der erzähle ich gar nichts mehr. Ich denke auch. Ja. Er sollte lieber den Mund... Klar. Okay. Er erzählt alles weiter. Ja. Hast du vielleicht Karls Sextanten gesehen? Papa meinte, er hätte ihn hier irgendwo und Karl hätte ihn gern zurück. Na, der ist ja lustig. Den habe ich ihm doch schon lange wieder gegeben. Papa hatte das Ding immer hier rumliegen. Da dachte ich mir, dass er ihn nicht mehr braucht und habe ihn zurückgebracht.
Der arme Karl wird wohl wirklich langsam alt. Scheint so. Ich werde seinem Gedächtnis mal ein bisschen auf die Sprünge helfen. Das ist ja schrecklich. Das erzählen wir jetzt mal an Karl. Papa will das bestimmt jetzt nicht wissen. Könnte zwar sagen, aber... Nee, es interessiert ihn nicht. Gute Erfahrung, sagen wir das mal nicht. Ach, erzähl mir nicht sowas. Karl. Du hast den Sextanten schon wiederbekommen. Mutter meinte, sie hätte ihn dir schon vor längerem gebracht. Ach, wirklich? Ach je, ich und mein wirrer Kopf. Tut mir leid, dass du ganz umsonst gelaufen bist. Da muss ich ihn wohl tatsächlich irgendwo verlegt haben. Ich halte mal die Augen offen. Vielleicht finde ich ihn ja doch noch. Gern. Aber mach dir nicht zu viele Mühen. Ich kann doch nicht mal sagen, wo du anfangen könntest. Okay. Na, Karl. Ich weiß ja nicht mal, ob das seine Hütte ist. So, wollen wir uns anlegen? Wir probieren es mal. Ich Blutfliegen hasse. Da ist wieder eins von diesen Drecksviechern. Ein bisschen weniger. Ja, das ging schon mal nicht so schlecht. Der erzähle ich gar nichts mehr. Warum soll ich mich denn noch? Er arbeitet auf der Kunst. Ja, das war schon ziemlich knapp. Aber das ist alles mal wieder typisch. Alles geschafft. Puh. Die haben alle schon geplündert. Ein Pich. Ich tue leicht bluten. Fisch. Ach, hier ist eine. Ist das die Höhle? Er arbeitet auch den ganzen Tag. Ich glaub da nicht dran. Schlimme Zeiten sind das. Schlüssel, siehst du? Kommt alles wieder. Er sollte lieber den Mund halten. Selbst erlebt. Er arbeitet auch den ganzen Tag. Die wollen
ich raus aus der Höhle. Die haben bestimmt noch einen Fisch. Oh, kommt doch jetzt mal. Eine andere Krieg. Könnte ich echt glücklich sein, weil der andere festgehangen hat. Sonst hätte ich wahrscheinlich keine Chance gehabt. Weiter geht's. Wo ist denn der? Hier. Ja, komm mal her. Ein D. Schon mal nicht schlecht. Und hier oben ist da Schattenläufer, ne? Ja, gut. Da. Ah, nee, bevor der aufwacht. So. Ich hab dich. Haha. Jetzt hab ich's. Ich bin gar nicht so schlecht. Nicht schlecht. So. Ja, gucken wir mal. Hast du vielleicht Karls Sextanten gesehen? Er vermisst ihn schon länger, hat ihn wohl irgendwo verloren. Ach, das Ding gehört Karl. Wusste ich gar nicht. Soll das heißen, du weißt, wo er ist? Ehrlich gesagt, ich hab ihn sogar hier. Ich hab ihn mal am Strand gefunden. Dachte, der sei angespült worden. Na, endlich habe ich ihn gefunden. Da wird sich Karl freuen, den wiederzubekommen. Sag mal, Karl weiß doch nicht, dass das Ding wieder da ist. Meinst du nicht, ich könnte ihn behalten? Wäre echt eine Schande, den wegzugeben. Das Ding gehört nicht dir. Gib schon her. Na schön, wenn's denn sein muss. Hier hast du ihn. Danke. Ich bring ihn Karl zurück. Ist besser so. Glaub mir. Ja, ja. Ich hab denn zwar seinen Schlüssel, aber ich könnte ja mal in seine Truhe gucken. Vielleicht ist da was Schönes. Weidenbogen. Lederrüstung. Na Gott sei Dank habe ich nochmal nachgeguckt. Perfekt. Eine Muschel noch. Ich hab deinen Schlüssel. Wirklich? Wo war er? Einer der Goblins in der Höhle hatte ihn sich gekrallt. Also sind sie... Erledigt, ja. Vielen Dank. Du rettest mir den Arsch, Mann. Weißt du was? Ich habe gerade nichts hier, was ich dir zum Dank geben kann, aber behalt den Schlüssel doch noch und nimm dir aus unserer Truhe, was du gebrauchen kannst. Wenn du fertig bist, kannst du mir den Schlüssel wiedergeben. Klingt gut, danke. Das habe ich schon längst getan. Hier hast du deinen Schlüssel zurück. Okay, vielen Dank nochmal. Vielleicht solltest du dich jetzt mal um deine Schwester kümmern. Hast ja recht. Dank dir ist die Sache mit dem Schlüssel erledigt. Ich sollte mich wirklich mal wieder daheim blicken lassen. Ich werde mal nachsehen, was zu Hause so anliegt. Jo, mach's gut. So, guck mal, wie es aussieht. Ärgerlich. Das ist Tantengold. Lederrüstung. War Standard. Öffnen. Gut. Ja, dann brauche ich mal 10 Geschick und dann
können wir schon mal was anfangen. So, ich bedanke mich recht herzlich zum Zugucken und ja, bis zum nächsten Mal. Und ja, bis bald. Tschüss.